Soll ich mitmachen? Ich helfe dir. Klar, warum nicht? Worum geht's denn eigentlich? Wie geht's denn dem Roboter? Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Melon gegen Hernandez. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Er lässt lieber seine Fäuste sprechen. Okay. Sehr schön. Warum eigentlich nicht? Wobei, wo hast du den her? Woher hast du den, Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt, da habe ich ihn mitgenommen und dann was angezogen. Okay. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbad. Ja. Echtes Schnäppchen. Ein guter Tschum hat ihm ein paar Upgrades verpasst. Ein guter Tschum. Ja, warum eigentlich nicht? Los geht's. Auf, Mann. Du musst bewegen. Und den Kopf auf. Alles klar. Geht's gleich los? Wow! Alter, stopp, warte mal. Ausweichen war so. Megaschlag! Boom! Jab, jab! Peng! Voll ins Gesicht, Mann. Ich hab genau gut getimed, das Blocken. Ja! Boom, boom, boom! Ja. Warum eigentlich nicht? Ja, klar! Ich hätte kein Problem, ein bisschen Kohle zu verdienen. Ey, und jetzt sind schon alle schon wieder völlig verängstigt. Wo gibt's die Kohle? Steigst du selbst auch in den Ring? Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Ja? Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Allerdings. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Okay. Und was ist mit diesen Kämpfen? Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Ja. Du kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Wie gechippt? Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal. Okay. Aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Ich hoffe für beide. Na, das hört sich doch noch was an. Ein Teil des Preisgelds. Als Agent ihn. Der Rest gehört dir. Klingt fair. Wobei, ich kann mich auch hinsetzen, ne? Das wird, glaube ich, ein bisschen immersiver. Du willst dich an meiner Arbeit bereichern? Verstehe. Du willst dich an meiner Arbeit bereichern. An meinem Leid. Hey, irgendwie muss man doch Geld verdienen, oder? Immerhin bin ich ehrlich zu dir. Na, er vermittelt die Kämpfe halt. An verschiedenen Orten in der Stadt. Ja. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Ah, alles klar. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Das hört sich großartig an. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki. Kabuki. Ich glaube an dich. Das machen wir. Ist gebongen. Zeit, der Stadt zu zeigen, was ja, und Kohle verdienen. Dann kann ich mir neue Schuhe kaufen. Was hast du im Angebot? Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Dann wollen wir doch mal gucken. Schlagwaffen. Naja, wir haben keine vernünftige Schlagwaffe. Aber ich will eigentlich auch nicht allzu viel auf Schlagwaffen setzen. Aber es gibt schon ganz coole, ne? Oh, ein Katana für wie viel? 1070? 1070 Eddies. Wo steht unser Geld da oben? 1899. Interessant wäre es ja, nur um es zu wissen natürlich, wie das abläuft, wenn ich ihn killen würde, wenn ich es schaffen würde, ihn zu killen, ob wir dann seinen Kram und seine Kohle und oder seine Kohle bekomme. Aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. White Knuckle erhöht die kritische Trefferchance um 7%. Ist eine Mod, ne? Erhöht den kritischen Schaden um 10%, aber nur beim Schlagen oder auch beim Schießen. Erhöht das Angriffstempo mit Waffen um 0,3. Also den kritischen Schaden würde ich schon ganz gerne erhöhen, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ob das hier sich auch auf Schusswaffen bezieht? Ich glaube nicht, ne? White Knuckled. Cold Shoulder erhöht den Schaden um 7. Nee, das wird sich alles nur auf Nahkampf beziehen, oder? Junk verkaufen. Ach cool, das ist ja klasse. Das wären aber meine Platten gerade, ne? Ach, die will ich gar nicht mehr sammeln. Wir sammeln schon genug. Ich will ein paar Schnappsorten haben und natürlich die Klamotten und Waffen. Aber dazu gehören eigentlich auch die,
die Waffen hier, die es hier gibt. Aber da werden wir bestimmt noch später gratis welche bekommen. Okay, dann Dank verkaufen. Ja, machen wir. Ist gebongt, Mann. Und den könnten wir ihn tatsächlich auch wieder zurückkaufen. Ist das? Ja, Junk. Irgendwas Junk-mäßiges. Der Junk-Reiter. Und das ist das offizielle Symbol für Modifikation. So cool. Aber ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich will jetzt noch kein Geld ausgeben. Wir haben einfach viel zu wenig davon. Und machen jetzt erstmal weiter. Ich könnte dir noch meine Blendgranate ans Herz legen. Aber für ein Eddy, dann weiß ich die sicherlich besser einzusetzen. Coach Fred. Okay, ein paar Infos zu deinen. Wie bitte was? Nachrichten lesen mit Z. Lesen bitte. Macht er nicht. Ich drück Z. Achso, weil ich hier noch gerade in einem Dialog bin. Das wäre es soweit. Dann muss ich die Nachricht nochmal selber irgendwie hier hervorrufen. Mit. Wie war das? Mit I. Dann Journal. Nachrichten. Alles klar. Regina Jones. Hey, wie? Regina Jones hier. Ich habe gehört, dass du in Watson Arbeit suchst und zufälligerweise vergebe ich hier die meisten Aufträge. Wenn du dein Talent nicht vergeuden willst, schau dir mal die Jobs an, die ich dir geschickt habe. Wenn du gute Arbeit machst, habe ich bestimmt noch mehr für dich. Ich melde mich wieder. Und Coach, der hat uns natürlich gerade die Kämpfe hier vermittelt. Okay, ein paar Infos zu deinen Gegnern. Kabuki ist eine Überraschung. Wirst schon sehen. Zweitens, Arroyo Buck, Gangster von Sixth Street, echtes Ass. Oder Aas. Drittens Glenn, César, Fäuste wie Eisenhammer. Viertens Animal Club oder Animals Club, Rino. Die Frau ist eine Legende, die haut jeden Blatt. Oh oh. Oh oh. Und das finden wir jetzt auch alles hier bei uns im Journal. Für die Aufträge. Oh mein Gott. Ja, es geht schon mal richtig los hier. Kabuki wäre jetzt. Wo ist Kabuki? Wo kann ich mir Kabuki anzeigen lassen? Ziel verfolgen. Karte. Eieieiei, das wird ja immer besser. Da ist das Kabuki, ne? Tatsächlich, da müssen wir rüber für den Kampf. Das skaliert hier gerade so ein bisschen komisch. Kleidung, hier kannst du neue Kleidung kaufen. Ja, Schuhe, vernünftige Schuhe, vernünftige Hitmans, Moccasins. Das wäre gut. Netrunner, hier kannst du Netrunner-Ausrüstung und Quick Hacks kaufen. Ripper Talk, hier kannst du Cyberware upgraden, installieren und entfernen. Ah, da müssen wir hin, um unsere Cyberware, zum Beispiel die für den Granatenradius, zu installieren. Verrückt, ne? Aber ich mache jetzt erstmal nochmal ein bisschen Free Roaming. Ich bin hier noch nicht befriedigt. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Hier gibt es bestimmt noch mehr Menschen, die man ein bisschen verstören kann. Oh, hier hat ein Mord stattgefunden. Ach, das ist das Munitionssymbol. Ich dachte, das wäre irgendwie, hier gibt es was zu erledigen, vorne bei mir, also wo wir direkt rausgekommen waren, vor sicherlich schon wieder 8 Folgen oder so, aus meiner Bude. Was ist mit dir? Willkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was geht? Weiß ich auch nicht. Was machst du hier? Was mache ich denn jetzt? Ja. Aber die Polizei redet nicht mit uns, ne? Hallo? Wenn ich hier reingehe, bin ich tot, ne? Schade. Ist nur sehr interessant, aber. Aber da können wir uns nicht einmischen. So, neue Mission, die Waffe. Mission verfolgen. Nee, noch nicht. Also die ganzen Sachen bezüglich der Mission lese ich immer. Ja! Oh, direkt. Direkt bevor wir die Mission machen. Und ihr ballert hier rum. Das ist ein Schießstand, ne? Mitten in einem Wohngebiet. Munitiongewehre. Kann ich gebrauchen. Hallöchen. Ah! Tut mir leid. Oh nein. Ich habe ihn nur angerempelt. Ich werde gleich erschossen von der Polizei, ne? Aber zumindest haben wir jetzt eine neue Knarre, ne? Eine Nue. Power. Kugeln können von Oberflächen abprallen. Okay. Okay. Hast du eine Aufgabe für uns? Scheiße, er hatte seine Uniform an. Lass sehen. Lass mal sehen. Ach so, handeln. Ich dachte, er erzählt noch irgendwas. Doppelläufige Schrotflinte haben wir schon, ne? Aber die wird stärker sein als unsere, ne? Naja, so ein bisschen. Ich bräuchte ein Scharfschützengewehr. Das kostet 2931 Eddies. Und da habe ich schon ziemlich Bock drauf. Aber ein Holovisier wäre natürlich nicht verkehrt für unser Sturmgewehr. Ja, aber da müssen wir sparen, ne? Da müssen wir auf jeden Fall sparen. Die Knarre kommt in die Sammlung.
Und ansonsten habe ich halt nichts, was ich verticken kann, was uns Kohle bringen würde. Vielleicht ein paar Burritos oder so, aber das wird nicht ausreichen. Nope, wir müssen erstmal ein bisschen was erledigen. Und dann kommen wir wieder und dann kaufen wir uns dieses Scharfschützengewehr. Die Nokomata kann aufgeladen werden, um einen besonderen oder besonders durchschlagenden Schuss abzugeben. Oh ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Rumballern wollte ich jetzt nicht, das kostet wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen Munition. Gibt's hier noch was vielleicht? Irgendwo hier in der Ecke? Oder gibt's hier vielleicht so eine kleine Pistolenquest? Da komme ich gar nicht rein. Wieso komme ich nicht in den Schießstand rein? Das kann doch nicht sein. Hey, ist nur Deko. Gehst du da jetzt rein? Nee, der guckt sich nur die Werbung an. Schade. Das wäre ganz nett gewesen. Und du? Was mit dir? Kriegt man dir auch eine Gratis-Knarre? Nee, der ist nicht so empfindlich, wa? Kann das sein? Alles okay? Ja, alles okay, Mann. Du bist cool, ne? Ey, die Latschen. Das ist ja richtig geil. Mit Adiletten durch das Cyberghetto. Wie geil wäre denn das mal bitte? Hi. Jeder für sich selbst. Ja, jeder für sich selbst. Ja, also viele der NPCs kann man einfach hier übergehen. Die bieten wenig Interaktionsmöglichkeiten, aber trotzdem, manche sehen total interessant aus, vor allem er hier mit den Beinen wieder, aber er wird den Standardtext sagen, ja. Oh, ein Unschärfe-Shirt. Das ist ja großartig. Total cool. Und in die Türen kann man halt auch nur bedingt rein, aber ist auch, glaube ich, ganz gut. Weil sonst würde ich hier nie rauskommen. Nee. Hier kommt man nicht weiter. Hallo? Kennen wir uns? Aber andersherum, die reagieren schon recht realistisch auf einen. Also ziemlich abweisend, wenn irgend so ein Typ auf offener Straße so komisch ansprechen würde, dann würde man wahrscheinlich genauso reagieren. Also in Anbetracht dessen reagieren die hier schon relativ nachvollziehbar. Oh. Da waren noch gerade fliegende Pommes, oder? Ja, ich glaube schon. Schön. Schön, schön. Oh, oh Gott, es tut mir leid. Oh, das ist gut. Naja, medizinischer Verband. Junk, aber immerhin, ne? Immerhin, der war hier versteckt. Viele laufen auch daran vorbei. Natürlich zu Recht, aber man kann es auch mitnehmen. Und hier oben ist auch nichts weiter, ne? Hier war sie, okay. Okay, 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 runter hier. Flop. Wie, hat er jetzt eine Aufgabe für uns? Hol die Waffe bei Wilson ab. Ja. Deine süße 54er wartet auf ihren Daddy. Schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Lass mal sehen. Und welche ist meine Waffe? Welche ist die süße 54er? Krieg ich die dann geschenkt oder so? Hier ist nichts gratis. Oh, aber wenn wir mit der Waffe kämpfen, mit dem Baseballschläger, dann bekommen wir Street Credibility. Wie fett, aber das beantwortet nicht meine Frage. Oh, Schalldämpfer. Oh, eine Sekunde. Wir brauchen unbedingt Schalldämpfer. Die werden nicht merken, was sie erwischt hat. Wir brauchen unbedingt einen Schalldämpfer für unser Sturmgewehr. Was kostet der? Oh, Mündung? Schadensmultiplikator von 2,5. Nein, ich will Stealthy sein. Mündung. Das ist ein schwieriges Wort. Schadensmultiplikator von 2,5, wenn du aus der Tarnung heraus angreifst. Schalldämpfer verringert den Schaden um 15%. Wie was? Verringert den Grundschaden um 30%? Wer ist hier mit wem kompatibel? Welches ist der beste Schalldämpfer? Kann man sich das angucken? Nicht wirklich, ne? Aber da kann... Stopp! Oh nein, ich habe irgendwas... Habe ich was gekauft gerade eben? Nein! Stopp! Zurück! Zurück! Das wollte ich nicht. Mein Fehler. War nicht beabsichtigt. Die Kohle ist wieder da. 14 Tage Umtauschrecht, sage ich jetzt mal. Oh, und ein Visier. Das können wir alles hier raufploppen, ne? Freier Zielfernrohrslot und freier Mündungslot. Geht das vielleicht mit jedem Schalldämpfer? Wäre das nicht cool? In einer fairen Welt würde das gehen. Der sieht ja am coolsten aus, muss ich sagen, aber verringert den Schaden um 30%.
Das ist schon krass, ne? Aber wenn wir aus der Tarnung heraus angreifen, dann multiplizieren wir den Schaden mal 2. Hier mal 2,5, 2,5 und 2,5. Also minus 25 ist das Mindeste. Ne, hier, minus 15% für 300. Das ist es mir auf jeden Fall wert. Auf jeden Fall. Dann nehmen wir den Schalldämpfer. Den Schalldämpfer. Flop! Und dann auch ein Visier vielleicht. Oh, warte mal. Nochmal zurück zu den Waffen. Zielfernrohr. Advantage. Ein billiges, für den Massenmarkt produziertes holographisches Visier. Es ist allerdings in der Lage, entdeckte Gegner verschiedenfarbig zu markieren. Ja, das ist schon ganz nett. Ne? Wir dürfen nicht verwechseln, das ist jetzt kein Scharfschützengewehr, was wir modden, sondern ein Schnellschussgewehr. Aber trotzdem wollen wir damit so ein bisschen sneaky unterwegs sein. Oh, das Ding hat mich ja besonders angesprochen. Ein Visier, das vor allem auf Unauffälligkeit ausgelegt ist. Leichter und simpler geht's nicht. Finde ich gut. Leicht und simpel. Nice und stealthy. Und wie ploppen wir das jetzt darauf? Die Waffe haben wir immer noch nicht. Eine Sekunde, ich gehe kurz hier in die Ecke. Nicht, dass mich einer mit der Knarre sieht. Das muss ja nicht sein. Ich würde so gerne auf den Schießstand. Bitte, lass mich doch rein, Mensch. Nein, nein, alles cool, Mann. Alles cool. So, ist jetzt vielleicht nicht das passende Lied, ne? Obwohl wir eigentlich noch hier im Ambient-Reiter waren. Ah, das ist doch schon sehr Sci-Fi-mäßig. Rucksack. Rucksack, Knarren. Und dann hier bitte Modifikation. Wo geht das? Nein. Vielleicht geht das nur an der Waffenwerkbank oder so. Oh, das wäre natürlich... Das wäre natürlich nicht so fein. Ablegen, auswählen. Auswählen, ja. Und hier auswählen, Aufsätze. Perfekt, genau. Zack, darauf bitte. Das geht einfach so. Das ist ja großartig. Und ein Schalldämpfer ran. Das war's. Das war's wirklich. Eine Sekunde bitte. Auf der 2. Ja, wir haben den Schalldämpfer. Flop, 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 flop. Und der haut gleich ab. Und wir haben wieder eine Gratis-Knarre bekommen. Finde ich großartig. Finde ich gut. Gefällt mir. Powerpistole. 54 SPS. Ja klar. Nehme ich mit. Jetzt haben wir eine für die Sammlung und eine für den Verkauf. Jetzt haben wir aber wirklich, jetzt haben wir wirklich einen Exploit gefunden. Krass, ne? Übel, wer hätte das gedacht? Ist zweimal die gleiche, ne? Ja, tatsächlich. Eine können wir verticken. Wobei, die macht wie viel Schaden? 46 zu 55, aber das ist eine Mehrschussknarre. Wie viel Schuss haben wir im Magazin? Keine Ahnung. Aber vielleicht benutzen wir einen, aber die können wir auch für die Waffensammlung dann behalten. Aber da muss da auch ein Schalldämpfer ran. Finde ich, gehört sich so für eine Pistole, ne? Flup, 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 flup. Machen wir dann einen Schalldämpfer rauf? Ja. Oder erstmal nicht so, ne? Vielleicht gucken wir erstmal, wie die in Action ist. Den Revolver behalten wir und die gewöhnliche verticken wir. Bei Wilson. Oh, 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 yeah. Das ist ja fast ein Desert Eagle. Das ist eine Angeberwaffe. Genau das Richtige für den Hitman. Naja, eigentlich nicht, aber hat sich gerade so gut angehört. Hey, ich krieg von dir eine Knarre. Wilson, wie? Deine süße 54er wartet auf ihren Daddy. Schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Aber wo ist sie denn, hallo? Mensch? Hallo? Zu Hause? Ja, ich bin hier, Mensch. Ich komme nur nicht auf dich klar, muss Lass ich sagen. Lass mal sehen. Lass mal sehen. 54er. Was ist denn hier bitte eine 54er? Wo steht denn die Munitionsart? Hier gibt's doch gar keine verschiedenen Munitionsarten. Das ist nicht wie bei Division oder so. Aber ich würde ja gerne die Waffe hier andrehen. Die kannst du haben. Aber beim Revolver weiß ich noch nicht. Aber den brauche ich auch für die Sammlung, ne? Mama vertickt gerade, ne? Keine Ahnung, wo hier meine 54er sein soll. Da, stopp, da ist sie. Dying Knight. Oh Gott, 0. Für 0. Macht aber nur 49 Schaden. Naja, gut. Hat aber vielleicht mehr Schuss im Magazin. Steht das hier irgendwo? Wie viel Schuss wir im Magazin dafür haben? Ungewöhnlich, aber ikonisch. Wo ist der Text dazu? Sieht aus, als wäre sie von einem völlig beknackten Bastler zusammengeklebt worden. Schießt aber perfekt. Und die andere heißt, für die perfekte Passform in jeder Hand entwickelt. Cool. Naja, die brauchen wir trotzdem für die Sammlung. Die sieht aber cool aus, ne? Auf jeden Fall. Na gut. Nur weil ihr es seid, kaufe ich mir jetzt noch
Einen weiteren Schalldämpfer. Den teuren wieder? Naja, ne? 300 waren das, richtig? Wie, warte mal, wo ist denn der jetzt hin? Der ist weg. Der ist weg! -25%. -25%. Wir müssen den nehmen für 150. Und ich stehe ja bei Knarren auf Kimme und Korn, deswegen wollen wir dafür jetzt kein Zielfernrohr. Yay! Upgraden von ikonischen Items. Du hast soeben ein ikonisches Item erhalten, zusammen mit einem Satz Schemata. Mit diesen kannst du höherwertige Versionen des Items herstellen. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Also werden wir die Waffe eine ganze Weile behalten. Es war die richtige Entscheidung. Triff dich mit Jackie. Nein, jetzt nicht. Jackie, ich kann jetzt nicht. Ich muss erstmal hier meine Spielwelt kennenlernen. Ich gehe wieder in die Ecke. Nicht, dass ich gesehen werde, wenn ich meine Knarre raushole. Das war über das Inventar, ne? Die müssen wir austauschen. Gegen die hier, genau. Und da kommt jetzt ein Schalldämpfer auf. Der XC10 Cetus. Die werden nicht merken, was sie erwischt hat. Und jeder verfluchte einzelne Gegenstand hat diesen kleinen Text. Und das finde ich großartig. Das ist echt eine ganze Menge, was da drin steckt. Wieder Hitman, ich sag's doch. Wir sind der Cyber-Hitman. Wir brauchen unbedingt einen Strichcode. Wo kriege ich hier einen Strichcode? Oder irgendwas, was wie ein Strichcode aussieht. Auf dem Hinterkopf natürlich. Und das ist jetzt auf der 3, ne? Gleich mal speichern. Yeah. Schneller Nahkampfangriff. Boom, Schakalaka. Da guckst du nicht schlecht, ne? Geh lieber weg, Mann. Geh lieber weg. Ich bin schon heute auf Beinen rumgelaufen, aber aus Versehen. Aus Versehen. Ja. Jetzt reicht's auch, ne? Jetzt können wir wirklich mal rausgehen. Da waren wir schon überall. Im Waffenladen waren wir jetzt. Hier gibt es auch keine Aufgabe mehr. Aber ich will mich nicht mit Jackie treffen. Ich will lieber den Boxkampf machen und vorher noch mal ein paar Klamotten kaufen gehen. Für die Klamotten, die wir haben. Wo war denn jetzt nochmal bitte? Bedrohung sehr hoch. Beat on the bread. Da, Kabuki. Wir wollen zu Kabuki. Das machen wir, wenn dann als nächstes. Hier haben wir alles geklärt, ne? Da war auch nichts weiter Interessantes mehr. Was ist da bitte? Da liegt was. Oh, da liegt was. Hallo. Die 5 besten Arbeitgeber in Night City. Du hast mich angerempelt, Mann. Du hast mich angerempelt. Nimm mal mit. Wir machen auf jeden Fall noch eine längere Lesesession bei uns in der Bude. Und dann schauen wir weiter. Hier gab es aber eigentlich nichts weiter mehr. Ich esse jetzt was, ich trinke jetzt was. Und dann sind wir auf den Straßen, würde ich mal sagen. Oder zumindest schon mal im nächsten Stockwerk. Verbrauchsgüter, ein Burrito natürlich und ein bisschen Real Water. Real Still Water. Nice. So, Fahrstuhl war da drüben. Und wir machen uns auf Richtung Kabuki. Kabuki. Oh, Nachrichten. Das sind auch genau die Nachrichten, wo wir beim letzten Mal aus dem Fahrstuhl rausgegangen sind. So, Service 7. Hier sind wir gerade und wir wollen zum Eingang. Okay. Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Aratama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Ja. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt. Das hört sich aber toll an. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Beaver-Virtuosen. Ja. Sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Okay. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches Matsuri. Das ist aber nett. Auf gutes Gelingen, ja, danke schön. Nach der Pause, die Cyberpsychose. Mythos oder Wirklichkeit, bleiben Sie dran. Das kann ich leider nicht zu Hause gucken. Ich habe keinen Fernseher, aber ich werde erstmal jetzt sofort was am HUD verändern. Und zwar da unten links, die Aktionstasten mussten weg. Aber die Werbung kenne ich schon. Die kenne ich schon. Ohoho. Life is too short to be slow. First 80 gigabytes free space. So gut, Mensch. So gut.
Okay, alles klar. Decker, Tanaka und Rogers. Ein Cargo-Unternehmen, ne? Oh nein. Bitte keine sexualisierten Inhalte. Keine Nippel. Nicht auf YouTube. Bitte keine Nippel. Wet Dream. Ach, guck mal, das ist Braindance, ne? Tatsächlich. Das müssen wir auch noch machen. Wir müssen in die Matrix, ist klar, oder? Naja, wir sind ziemlich sportlich. Da brauchen wir uns nicht verstecken. It's your home. Keep it safe. Werbung für die Polizei? Oder ach so, das ist Werbung, damit wir uns da bewerben, oder? Das würde ich machen. Na klar. Kann ich zur Polizei hier gehen? Okay. News 54. Die nächste Folge. Da, 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 da.